Salvete Spectatores und herzlich willkommen zu einer dritten Online-Schlacht, die ich hier live kommentiere. Gerade gepatcht. Ich weiß noch nicht, ob die Replays jetzt irgendwie ja, gefixt sind. Die waren ja allesamt korrupt. Man konnte die nicht gescheit abspielen. Das, was man dann im Replay, ja, die Schlacht, die man dann bekommen hat, die war vom Verlauf her etwas anders als die eigentlich gespielte. Deswegen habe ich das bisher noch nicht gemacht, dass ich Replays kommentiere. Vielleicht mache ich das nochmal demnächst. Probier das auf jeden Fall mal aus, ob das geht. Aber an sich ist ja so eine Live-Schlacht, auch wenn man das Spiel noch kennenlernen will, was ganz Spannendes. Wir haben hier wieder ein Ranglistengefecht, einfach so ein schnelles Gefecht gemacht. Ich habe mich diesmal für Epirus entschieden. Ich will jetzt so nach und nach mal jede Fraktion durchspielen. Hat auf jeden Fall auch sehr cool ausgesehen hier. Und wir spielen gegen die Spartaner, die ja wirklich sehr starke Nahkämpfer haben. Die Hopliten, da können sich im Nahkampf eigentlich gegen fast alles behaupten. Hatte ich bisher den Eindruck, in den Schlachten, bei denen ich denen zuschauen durfte, beziehungsweise selbst schon gespielt habe, wirklich eine sehr, sehr effektive Einheit. Und wie es aussieht, haben wir wirklich viel Nebel. Ich denke mal, das erschwert die Sicht um einiges. Wir haben Riesenballisten mitgenommen, weil die ja ziemlich cool sind, finde ich. Also es ist. Ich bin ja kein Artilleriespieler in Total War generell. Keine Ahnung. Zum einen ist das eigentlich so ein Camper. Kram und zum anderen war die Artillerie einfach immer nur wirklich schlecht dann auch im Endeffekt, fand ich. Aber die Dinger, die hauen irgendwie wirklich rein. Kann mir keiner was erzählen. Also die können den Re Gegner wirklich richtig, richtig nerven. Das muss ich auch schon am Le eigenen Leibe erfahren. Gibt es ja eigentlich so einen Schnellhotkey, um in die Sperrphalanx zu gehen, wie es aussieht, nicht. Muss man mit Knöpfen machen. Natürlich weniger cool, aber okay. Wie richten wir die Balliste aus? Man muss ja immer schauen, dass die auch wirklich lange dann schießen kann, weil wenn er jetzt zum Beispiel hier außen lang läuft, ja, hier, dann kann er von denen nicht getroffen werden. Ich kann die ja nie wieder bewegen im Spiel. Deswegen, ja, so. Ich denke mal, so kann man es lassen. Ja. Die kommen jetzt ein bisschen weiter nach hinten. Denn wir haben diesmal Axtkämpfer mitgenommen. Wollte ich auch mal ausprobieren hier. Ja, so eine Axtkämpfer-Einheit, ich könnte mir jetzt mal vorstellen, die haben zwar vom Geschossschaden in der Einheitenstatistik nicht allzu viel eingetragen. Auch nicht mehr als die Bogenschützen, glaube ich. Aber ich habe mir einfach gedacht, so eine Axt, die muss einfach reinhauen. Ich meine, kann mir keiner erzählen, dass so eine mit Wucht geschmissene Wurfaxt hier auf 10 Meter Entfernung nicht so viel ausrichten kann wie ein Pfeil. Und ja, deswegen haben wir jetzt immer unsere Grundaufstellung. Ich habe eine sehr gute Infanterie diesmal, zumindest nur 6 Einheiten, aber ich habe denen auch allen nochmal einen Erfahrungsupgrade gegeben. Das habe ich ja bisher eigentlich nicht gemacht. Einfach mal ausprobiert, vielleicht wirkt sich das ja jetzt besser aus. Auf die Schlacht haben wir noch zweimal Schockkavallerie und da vorne eine Nahkampfkavallerie und ja, können wir starten. Wir sehen den Gegner direkt, machen hier nochmal Feuer an, dann sehen wir auch immer, wo die Sachen hinfliegen. Und können schon fast schießen, wie es aussieht. Reicht gerade so nicht. Seht ihr hier. Was hat er denn dabei? Er hat hier periökische Kopliten, königliche Spartaner, das sind wohl die guten. Läuft er uns rein? Noch nicht wirklich, das reicht nicht zum Schießen. Und wo läuft er hin? Er läuft außerhalb unseres Schusswinkels, wie es aussieht. Das ist natürlich nicht so cool. Dann laufen wir mal so, dass er wieder reinlaufen muss. Ja, wie kriegen wir denen den Schusswinkel? Ich würde eigentlich schon gerne mal ein paar Salven mit den Dingern hier zeigen. Nicht, dass der jetzt hier außen rum spaziert. Ja, wenn wir uns hier hinstellen, dann muss er irgendwann mal durchlaufen. Schauen Sie auf jeden Fall mal hier hin. Rennen müsst ihr jetzt auch nicht, das erschöpft euch ja nur unnötig. Ein bisschen gemächlich langlaufen, diese Einheit hier. Ich schicke mal 2 Einheiten hier vor, um ein bisschen hier in dem Wald rumzustöbern, falls er da irgendwas versteckt hat. Ja, und wie es aussieht, hat er wirklich hier eine Phobie gegen meine Ballisten. Will er wirklich nicht irgendwie reinrennen. Also ist jetzt auch nicht so schlimm, dass so eine Balliste, wenn die einmal schießt, die halbe Armee zerstört. Das ist wirklich so eine Glückssache mit der, aber ja, es sieht schon cool aus. Jetzt können wir hier vielleicht mal eine Salve sehen. Sieht eigentlich fast nichts hier im Nebel, aber die sollten ja eigentlich mal reinrennen. Dann kriegen wir vielleicht zumindest einen Schuss mal hin.
Ah, ja, jetzt haben sie das Schusssymbol. Und da hinten kommt schon eine Feuerkugel. Hat anscheinend nur für einen gereicht. Und trifft der? Nein, der ist davor gegangen, ja. Man sieht's, der prallt nochmal auf, rollt dann ein bisschen weiter. Die sind jetzt direkt dagegen gelaufen. Einer ist sogar abgefackelt. Die Idioten sind die. Die sind einfach gegen mein brennendes Geschoss hier gerannt und sind dadurch verreckt. Aber das. Das habe ich nicht gewusst. Habt ihr gesehen, das war ganz cool animiert, die sind ja abgefackelt, aber die Kerle waren schon selten doof. Okay. Ja, gut. Was soll man dazu sagen? Uns mal in den Wald begeben. Hier hat anscheinend nichts versteckt. Wir gucken mal trotzdem weiter. Man kann nie sicher genug gehen. General wird auch hinten hergezogen. Ja, wir müssen hin. Oh, haben anscheinend irgendwas entdeckt. Jawohl. Uiuiuiui. Da bin ich jetzt wirklich nur drauf aufmerksam geworden, weil meine Balliste hier drauf geschossen hat. Sonst wäre ich hier eben schön in die Hopliten gerannt. Siehst du mal, auch für sowas kann so eine blöde Balliste hier gut sein. Alles klar. Haben die vielleicht auch irgendwas getroffen hier? Noch 116 Mann, jawohl, schön in die Reiter rein. Sind schon mal 10 umgekommen hier bei der Sache. Vielleicht rennen die wieder durch diese Feuerkugeln und das schadet denen was. Mal schauen. Oder sind die im Schnee ausgegangen, vielleicht sogar? Ja. Die machen jetzt keinen Schaden mehr, wie es aussieht. Hier wird aber weiter geschossen. Kommen die Geschosse an? Ja, hier ist einer super schön reingeknallt. Das hat man hier sehr schön gesehen. Ja, das hat auch einige erwischt. Es sind dann nur noch 108 Mann. Das ist doch alles wunderbar und ja, gut. Also, wie gesagt, man muss immer schauen. Aufstellungszone vom Gegner. Hier ist so ein Wald. Der kann die bestimmt auch dahinter stellen, ohne dass ich sie sehe. Also, da darf man nie sicher. Kann man nie sicher genug sein. Und ja, meine Ballisten lasse ich jetzt hier ein bisschen unbeaufsichtigt. Wenn er sie angreift, kann ich da auch schön einschreiten und ihm in die Flanke fallen. Also, viel können die jetzt leider nicht mehr machen. Er hat die wirklich jetzt gut umrundet. Also immer das Risiko. Ich habe die jetzt recht weit vorne hingestellt, weil ich ihn eigentlich von Anfang an beschießen wollte. Aber es, ja gut. Hätte ich sie weiter nach hinten gestellt, hätte ich ihn vielleicht besser im Winkel gehabt. Aber ja gut. Die kann man jetzt wirklich nicht drehen. Oder sonst was. Jetzt schickt er da Einheiten hin. Dann werde ich wohl mal mein Belagerungsgerät fallen lassen. Hier die Einheit muss ich auch im Auge behalten. Renne jetzt ein bisschen weiter nach vorne. Vielleicht habe ich ihn dann in der Reichweite. Ja, und ihr könnt jetzt mal wegrennen. Dann kann ich die vielleicht nochmal zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie einsetzen, wenn ich die hier in den Wald zurückziehe. Und er auf mich hier anstürmt, kann ich die Ballisten nochmal benutzen und dann hier einfach auf kürzester Entfernung reinrennen. Ist ja natürlich richtig cool. Er hat keinen Fernkämpfer dabei, wie es aussieht, deswegen werden wir einfach mal unsere Fernkämpfer, hier unsere eigenen Fernkämpfer vorschicken. Die schicken wir nach vorne. Die hier können. Die sind in der Phalanx, wie es aussieht. Ja, sehr schön. Oh. Die zieht er anscheinend ziemlich weit nach außen. Ich will mir jetzt nicht in die Speere hier reinrennen. Abwerfen dürfte die ruhig. Hier hinten seine Einheiten hält er immer noch da hinten. Muss halt ein bisschen aufpassen mit meiner Kavallerie. Nicht, dass er mir jetzt da versucht, meine Fernkämpfer wegzuhauen. Ja, schauen, wie viel Schaden die machen. Alles klar, zurück der mit denen vor. Viel Schaden nehmen die nicht. Haben ja ihre Riesenschilde da vorne. Der Plinkelmodus ist an. Das heißt, die werden hier ein bisschen zurückgedrängt. Ja. Die Kerle sind da halt noch. Gut, jetzt plänkeln wir hier ein bisschen zurück. Zu dem mit seinem General unsere Ballisten holen. Wäre jetzt cool, wenn er mit dem General weiter unsere Leute verfolgt, dann ziehen wir den General ja weg vom Rest seiner Armee. Die rennen jetzt hier direkt vorbei an unseren Einheiten. Die rennen uns hier schön in die Speere. Ja, da werden noch ein paar umgestochen. Jawohl. Es sieht schon cool aus. Ist realistischer gemacht als die Phalanx in Rome 1 auf jeden Fall. Ja, jetzt geben wir den auch nochmal hier einen Standhaft-Bonus. Sie kommt da hinten wie Kavallerie, wie es aussieht. Das müssen wir hier aufpassen. Ist jetzt blöd, dass er hier uns einfach umrunden konnte. Hätte ich vielleicht Schwertkämpfer mitnehmen sollen oder sowas. Ziemlich riskant hier wohl ohne Backup.
Kavallerie sind überall Speerkämpfer. Muss jetzt mal schauen. Ihr könnt weiter Richtung dort rennen. Hier ist nochmal Kavallerie. Muss ich vielleicht wirklich mit der Kavallerie da rein? Habe ich hier meine Schwertkavallerie? Ach, ich habe eine Bürgerkavallerie. Alles klar. Ne, das sind Hopliten. Die kann ich nicht angreifen. So, die muss ich jetzt wirklich mit der Kavallerie angreifen. Das ist echt traurig. Was kommt hier? Helden Spartas. Ich muss da jetzt reinrennen. Man kann ihn hier vielleicht ein bisschen mit den Plänklern ablenken. Meine Ballisten sind noch da. Ich versuche jetzt mal diese Dinger wieder zu greifen. Vielleicht passt er da nicht auf. Das wäre super cool. Die Phalangen kämpfen hier an der Stelle. Da gebe ich nochmal einen Standhaft-Bonus hier und da. Sind die wirklich auf voller Linie am Kämpfen? Jawohl. Ah, die wurden hier von hinten angegriffen. Müssen wir mal die Speere umdrehen. Gucken, wie das funktioniert. Oder ob das funktioniert überhaupt. Ah, das schaffen die schon. Jetzt kommt er mit seiner Kavallerie. Ich habe natürlich keine Kavallerie übrig. Die ist ja alle im Nahkampf. Was nicht sehr erfolgsversprechend ist. Ich muss jetzt mal wieder rausziehen. Vielleicht ein bisschen Hit and Run machen. Ah, das Rausziehen haben wir ja gelernt. Ist sehr fatal. Hier wurden jetzt die gedoppelt, die Einheiten. Die hier sind schon fertig mit der Einheit von vorne. Nein, sind sie nicht. Die kann ich noch nicht umdrehen. Hier flieht aber was. Das ist sehr gut. Dann helft ihr denen. Oder am besten denen hier sogar. Und ihr müsst jetzt hier, zack, die Kavallerie auseinandernehmen. Ein General kann hier noch anstürmen. So, nehmt die von hinten. Ihr müsst hier reinschießen. Ihr könnt jetzt wieder die Ballisten nehmen. Sehr schön, jetzt können wir vielleicht hinten rein. Donner, gut. Das wird uns auch selber treffen. Aber, machen wir das? Ich weiß nicht. So, unser General scheint sich hier gut zu schlagen. Jawohl, die Gegner wird vertrieben. Hat auch noch eine recht volle Einheitenzahl. 60 von 60, sehr schön. Die Ballisten sind jetzt wieder bemannt. Wo ist denn mal ein schöner Block, wo man reinschießen kann? Im Winkel. Das ist doch hier links schon. Versuchen wir das an der Stelle mal. Ich sehe echt nur noch eine Einheit von uns. Ja, sehr schön. Geschossart, Friedhof, brennendes Geschoss. Huiuiui. Hier müssen wir hinten reinschießen. Gibt doch vielleicht nochmal Moralschaden. Wieder schön alle auf Standhaft. Oh, Standhaft. Vor allem die hier hinten. Okay, die brauchen es noch nicht so. General, wieder hier hin, na los. Die Bogenschützen brauche ich auch wieder hier unten. Ach, jawohl, die donnern hier rein. Das tötet mehr vom Gegner als von uns, will ich mal stark annehmen. Weil hier steht wirklich nur eine Einheit von uns, die nicht mehr so stark besetzt ist. Und hier blobben sich drei Einheiten von ihm. Das muss einfach einiges von ihm töten. Wir werden jetzt auch noch schön Äxte reingeworfen. Das muss doch Schaden machen. Zieht er sich hier auch raus wegen den Axtkämpfern. Ah, gut, das hat jetzt hier auch nochmal die nächste Einheit durchgefetzt. Hat hier ordentliche Schneise durch unsere Phalanx aufgehauen. Gut, das ist natürlich suboptimal. Deswegen werde ich jetzt mal hier reinschießen. Da ist auch noch ein großer Blob. Die Kavallerie kämpft hier gegen was? Das sehe ich auf der Fahne. Die Speerkämpfer ist auf keinen Fall gut. Die muss hier raus. Die muss hier raus. Diese Einheit hier ist die Generalseinheit. Ich werde den Gegner jetzt mal umrunden. Oder vielleicht kann ich ihm hier hinten drauf rennen. Ah, dann los Leute, sammelt euch. Banner heben. Alles, alles. Jetzt werden die hier angegriffen. Okay, das heißt, die kann ich jetzt nicht mehr verwenden. Die bin ich mit den Reitern draufgeritten. Hat anscheinend nicht so viel gebracht. Bogenschützen auch nochmal außen rum bewegen. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Wie geht's meinem General? Dem geht's auch ganz gut. Der kämpft halt nur gegen Schwertkämpfer. Also wie gesagt, einfach nur... Es war ein richtiger Spartaner-Spam hier, gegen den wir kämpfen. Kann mich hier umrunden, kann... Ist gegen die Kavallerie komplett abgesichert. Also scheint ziemlich overpowered zu sein, so ein unvorherbereitet, unvorhersehbaren Rush zu spielen. Weiß jetzt nicht, wie ich da anders jetzt hätte entgegnen sollen, aber noch ist die Schlacht nicht vorbei. Auch wenn es wirklich nicht gut aussieht an der Stelle.
Scheint sich, unsere Onager wurden jetzt hier vertrieben. Die Axtkämpfer werden jetzt gleich von hinten angegriffen. Sollen aber noch mal reinwerfen, das will ich auf jeden Fall. Hier in den Rücken, da können wir bestimmt Schaden machen. Jetzt werde ich aber hier in den Nahkampf gehen. Das muss ich jetzt einfach an der Stelle. Vielleicht kann ich hier auseinandernehmen. Es sind nur noch 50 Mann. Wo ist der General? Der ist hier. Kämpft er gegen irgendjemanden? Königliche Spartaner. Ja. Was anderes hat der Gegner ja nicht. Es wird wirklich knapp. Vielleicht kann ich ihm hier die Einheit, die Generalseinheit abnehmen. Irgendwie. Hebt nochmal eure Banner, Jungs. Ja, jetzt wird er meinen General fangen. Klar. Ja, vielleicht stellen wir welche beim Ansturm. Es sind 50 Spartaner. Was mache ich mir da überhaupt für Hoffnung? Keine Chance. Keine Chance. Das war's mit der Schlacht. Also, hat mich hier niederringen können. Meine Phalangen haben von vorne super gehalten, aber dadurch, dass die umrundet wurden, im Endeffekt keine Chance. Meine Kavallerie war ja auch machtlos. Was hätte ich hier machen sollen? Ja gut, er ist mir nicht in die Onager gerannt. War von ihm eigentlich ein ganz guter Angriffsweg, den er da gewählt hat. Ich hätte vielleicht statt der Kavallerie Schwertkämpfer mitnehmen sollen. Und vielleicht nur zwei Kavallerieeinheiten, zwei Schockkavallerieeinheiten, um mich eben gegen seine Kavallerie abzusichern. Aber gut, da konnte ich jetzt nicht viel machen. Ich hoffe, euch hat die Schlacht trotzdem gefallen, weil sehr interessant. Und ich weiß, ich glaube, ich habe noch gar keine Schlacht mit den Spartanern hochgeladen. Das können wir in der nächsten auch mal probieren, ob das immer so gut klappt mit den Spartanern. Auch gerne würde ich mal wie heißen sie? Partien würde ich gerne nochmal eine Online-Schlacht machen. Das kommt alles demnächst. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sage an der Stelle ciao und macht's gut. Euer Prinz Koala.